because you'll probably be breaking down. Something's wrong with this right now. Don't you agree or no? This everlasting flood is agonizingly absurd. Like watching through a blur. Have you figured it out yet? We're stuck in this world. We are fools and all stupid liars. With the loves we lost, there's no truth to trust. Hallo und herzlich willkommen zu Overclock. Wir sind eine Band aus dem Augsburger Raum. Uns gibt es jetzt seit 2016, aber Musik machen wir schon viel, viel länger. Ich bin der Olli von Overclock. Ich spiele Gitarre und produziere die Band. Und ich möchte bis von den 90er Jahren bis heute so ein bisschen erzählen, wie sich das bei uns entwickelt hat, welche Bands wir vorher hatten. Sea Engine zum Beispiel wäre da zu erwähnen. Oder Doc Tired, sind alles im Endeffekt immer wieder die gleichen Musiker, die sich da in neuen Formationen zusammengetan haben. Und möchte einfach in der nächsten Zeit so ein bisschen erzählen, wie sich das entwickelt hat. Vom Hobby, vom Gitarrespielen, vom Anfang, welche Einflüsse uns geprägt haben, musikalisch auch. Welches Equipment wir benutzt haben, wie das alles sich entwickelt hat, wie gesagt von den 90ern bis heute. Es sind ungefähr 30 Jahre, die da abzudecken sind und wer uns kennt, weiß, dass es eine spannende Geschichte zu erzählen gibt und ich werde das aufteilen, so alle Woche mal einen Clip zeigen. Ich lade auch später noch Leute zum Interview ein von der Band, von den früheren Bands und es ist bestimmt was Interessantes dabei für Musiker, Hobbymusiker, für Leute, die recorden wollen. Ich werde ein paar Tipps geben. Und einfach erzählen, eine Art Bandbiografie und Bandgeschichte im Lauf der letzten 3 Jahrzehnte. Viel Spaß dabei und ich werde es auf YouTube, auf unserem Overclock-Kanal dann hochladen. Ist sicher was Interessantes dabei. Es wird natürlich auch viel über mich persönlich erzählt werden. Welche Konzerte ich zum Beispiel besucht habe, welche Bands mich geprägt haben und ich würde mich freuen, wenn ihr reinschaut und jetzt lege ich mal los mit meiner Erzählung. Viel Spaß! Ja gut, ich habe damals eigentlich noch nicht so wirklich mit 14, 15, da kam es erst so auf, dass ich mich für Musik interessiert habe. Und ich kann mich noch ganz genau erinnern, mein erstes Lied, was ich gehört habe von einer, sage ich mal, Metal-Band, habe ich bei meiner Schwester im Zimmer gehört. Und zwar war das Metallica, Fade to Black. Da müssen wir kurz reinschauen, das ist wirklich mega. Und damals gab es Tele 5, war ein Fernsehsender, wo spät abends haben wir mit dem Videorekorder aufgenommen, dann immer diese Videos von den Konzerten kamen da manchmal Berichte und das war eines der ersten Videos und Lieder, die ich je gehört habe und das war Metallica. Hören wir mal kurz rein.
Ja. Also das war, die Bildqualität war damals so schlecht. Die Tonqualität auch. Auf Platte hat sich es natürlich besser angehört. Aber das hat einfach bei mir einen richtig großen Eindruck hinterlassen. Und seit dem Tag, also seit ich das Lied gehört habe bei Diana im Zimmer, war Metallica eigentlich meine Nummer 1 Band und mein Musikgeschmack auf Metal geeicht sozusagen von Anfang an. Das war dann 1990. Da waren die Haare schon ein bisschen länger. Da sieht man eindeutig die Zahnspange. Und ja, langsam, man sieht schon im Hintergrund in meinem Zimmer, ist das heutige Büro von der Emma, im Zimmer Anthrax, Metallica Poster und alles in die Richtung. Also man hat schon viele Kassetten ausgetauscht. Damals gab es noch keine Handy und so weiter. Wer es hatte, hat einen Plattenspieler. Und da hat man sich dann auch schon für Konzerte so ein bisschen interessiert und ich wollte es dann einfach mal wissen, wie das auf dem Konzert ist. Und da hatten wir Glück. Das war dann am 13. Februar 1990 Rockfabrik in Augsburg. Mein erstes Konzert, da war der Moser mit dabei, Klassenkamerad, was ich vorhin erzählt habe, meine Schwester und ich. Und ja, das hat mich weggeflasht. Total. Also das war der absolute Wahnsinn. Ich möchte mal kurz einen Ausschnitt zeigen, wie das damals so aussah. Also, man kann schon sehen, Metal wieder, coole Gitarren-Sounds, die Stimme, ja, so Halloween-mäßig, Halloween gab es ja damals auch. Und wir haben natürlich fleißig Videos geguckt und ein Video möchte ich noch erwähnen, was mich dann letztendlich, ja, zum Gitarrespielen bewegt hat. Also das muss ich kurz zeigen, das war von Creator, das war ein Konzert. 1990, glaube ich, ja. Da habe ich den Typ da stehen sehen, ist eine deutsche Band, Mille Petrossa, den habe ich auch schon getroffen. Mit dieser Gitarre, die Flying V, beziehungsweise die Randy Rhoads Form von Jackson. Unerschwinglich natürlich für mich. Damals gab es nur einen Musikladen, Roadstar hieß der. Und nach diesem Konzert, das ich nur im Fernsehen gesehen habe, habe ich mich entschlossen, eine Gitarre zu kaufen. Und zwar genau die. Ja, und die sah dann so aus. Ich glaube, ich habe noch ein Bild. So sah die aus, genau. Eine Randy Rhoads Form, schwarz mit silbernen Inlays, zwei Humbucker-Tonabnehmer und da oben stand natürlich nichts. Ich habe dann Jackson hingeklebt, ausgeschnitten, ein Schriftzug und hingeklebt. Weil die Gitarre ungefähr ja, hat 600 Mark gekostet oder so und die echte Jackson kostet halt 3.500. Ja. Also von dem her, naja, es sieht so aus und es hat gepasst und ich habe mich tierisch gefreut und habe jeden Tag damit geübt. Das nächste Konzert war dann auch im Oktober 1990 und dann gleich richtig fett. Clash of the Titans, das war damals die Tour mit Slayer, Megadeth, Testament und Suicidal Tendencies. Wahnsinn. Also
Das war in der Rudi-Sedlmayr-Halle in München. Da hatten wir einen Tribünenplatz ganz hinten und das war der absolute Wahnsinn. Ich habe einen kurzen Ausschnitt da. Das ist allerdings von Stockholm, aber das ist egal. Das war die Zeit. Können wir kurz reinschauen. Komplette Show. Das war's, ne? Und natürlich Megadeth. Mega. Also, ja, das war so meine Freizeitbeschäftigung. Später ging es dann weiter. Das war dann im Dezember, glaube ich. Schauen wir mal schnell. Genau. Der Kultklassiker natürlich. Iron Maiden und Anthrax. Auch wieder in der Rudi-Sedlmayr-Halle im Dezember 1990. Da war ich schon fast 16 und war wieder meine Schwester dabei, glaube ich, und der Moser und ein paar andere Kumpels und ja, wie sah das aus? Ungefähr so. Iron Maiden? Ja, von dem her, das war's soweit. Erstmal für dieses Jahr 1990. Im Endeffekt bestand mein Leben aus Schule gehen, Hausaufgaben machen, lernen natürlich, Freunde treffen, mit dem Moped draußen rumfahren, auf Konzerte gehen und Gitarre üben. Ja, willkommen in meinem Leben im Jahr 1991. Da ist einiges passiert, kann ich sagen. Also von dem her erstmal, ich war 16. Das war schon mal ganz schön gut. Jetzt ist es nämlich so, dass 1991 ich meine erste Band gegründet habe. Und zwar mit dem Mitch hier auf der linken Seite. Der hat da eine alte Perücke auf
weil er hat kurze Haare gehabt, meine Gitarre hat er. Ich saß in dem Fall jetzt am Schlagzeug und da drüben, das war der Bulig, der kam aus Welden und bei ihm haben wir auch dann später geprobt, weil hier im Keller, das ist nämlich das, der Partyraum drüben, im Keller, da war auf Dauer war das nicht so, ja, da war zu wenig Platz einfach und der Lärm andauernd und er, Bulig, hatte einen riesen Keller in Welden und da haben wir das dann später verlegt. Auf jeden Fall war das so der erste musikalische, ja, wie sagt man, Wegbereiter so für meine ganze Bandlaufbahn, was ich dann bisher so mitgemacht habe. Und da kommt ja noch einiges. Da möchte ich jetzt gleich mal auf die erste Bandprobe, kann ich mal reinschauen. Das war am 2.6.1991 bei dem Bulig dann in Welden. So sah das aus. Also der Neumann hat, der Mitch hat da Bass gespielt, der Bulig Schlagzeug, der hatte natürlich ein riesen Schlagzeug und ich Gitarre und meine Schwester war auch ab und zu mit dabei, die hat dann mitgesungen, teilweise, weil eigentlich habe ich gesungen, aber ja, war mir nicht so, ja, ich musste mich eher aufs Gitarrespielen konzentrieren und so hört sich's an, wenn ich gesungen habe. Mitch hat seinen Gitarrengurt da verloren. Das war der Hammer. Ja, und später habe ich dann noch Schlagzeug gespielt bei ein paar Songs. Wir haben einfach immer durchgewechselt. Also so schnell ging's und es ward ein neues Hobby gefunden. Seitdem ja, bestand eigentlich unsere meiste Freizeit aus Bandprobe. Welche Lieder können wir nachspielen? Wir haben ja eigentlich nur gecovert. Oder können wir vielleicht auch später mal eigene Songs schreiben? Sind wir schon gut genug? Ich meine, jeder von uns hat vielleicht ein Jahr sein Instrument mal gespielt. Das ist gar nichts. Was haben wir in der Zwischenzeit gemacht? Auf Konzerte gegangen. Am 12.05.91 in Augsburg, glaube ich, ja genau. Da war der Moser dabei und der Mitch, unser Bassist. Und Running Wild war damals eine Band, die wo, ja, die haben eher so Piraten-Metal gemacht. Da muss ich mal ganz kurz auf YouTube was reinladen. Also man sieht schon, die haben sich da Mühe gegeben, die haben sogar Verkleidung gehabt und
Ah, alles mit so piratenmäßig ein bisschen die Show aufgezogen. Später dann waren wir auf dem Monsters of Rock. Und zwar in München. Das war auch ein Konzert, das werde ich nie vergessen. Das war das Größte bis dahin. Leider habe ich kein Foto von mir, aber hier Jana war mit dabei, Pedro, der Willi, mit dem ich Abi gemacht habe, später Baumi, mit dem ich Abi gemacht habe und noch einer aus der Gegend hier, weiß ich den Namen leider nicht mehr. Und das war mega. Also da waren 80.000 Leute oder so. Und Headliner natürlich AC/DC, Metallica, Mötley Crüe. Und bei AC/DC zum Beispiel hat es Geldscheine geregnet. Also Tausende von Geldscheinen habe ich natürlich einen mitgenommen als Souvenir. Bei Metallica habe ich den Schlagzeugstecken gefangen. Ja, von Lars Ulrich. Das war von diesem Konzert. 1991 Monsters of Rock in München. Und hier unten Tommy Lee, der ist von Mötley Crüe, von der Vorband, habe ich auch noch ein Schlagzeugstecken gefangen. Also es war der Hammer. Die Leute haben mir erzählt, sie haben mich gesehen von weit weg, weil ich ganz vorne war und dann war ich auf dem Baumi seine Schultern noch gockt. Und also alle konnten mich sehen und ich war in der ersten Reihe eigentlich. Leider gibt es davon kein Video. Aber ein Audio können wir kurz reinhören. Wahrscheinlich hört man mich da auch schreien. Also das war mega. Was gibt es noch zu sagen? Außer Konzerte und Bandprobe. Ah ja, eigene Konzerte. Wie wäre das? Genau, haben wir uns auch überlegt. Und nach Monsters of Rock, was wäre natürlich am besten geeignet als Monsters of Hirsch? Das war in Hirschbach. Zeige ich mal kurz. Genau. Hier ich am Singen mit Navel. Navel hieß die Band, habe ich noch gar nicht erwähnt. Mitch am Bass und der Bullig am Schlagzeug. Und es war selber organisiert von uns, von ein paar Leuten, anderen Bands noch. Ich habe den Bench zum Beispiel damals schon kennengelernt. 91, der hat in einer anderen Band gespielt und die haben alle auch mit organisiert. Und so haben wir unser eigenes erstes Konzert ins Leben gerufen. Hier war Diana nochmal mit drauf auf der Bühne und der Pedro im Vordergrund. Und ja, genau. Mit der Nietenkutte war der Mitch auf dem Running Wild Konzert. Und damals durfte er noch rein damit. Apropos Konzerte, also es war der Megahammer. Es war mein erstes Konzert, eigenes Konzert, wenn die Leute abgehen. Da weiß man eigentlich gar nicht, wie es einem geschieht, so voller Euphorie und Tatendrang ist man da und es war natürlich genau das Richtige für mich. Und weiterhin sind wir dann noch fleißig auf andere Konzerte gegangen, in dem Fall Motorhead, Crater und Sepultura, Morbid Angel und Wolfsbane. Das war auch in Augsburg in der Schwabenhalle. Und Sepultura hat mich am meisten fasziniert. Da muss ich kurz einen Ausschnitt zeigen. Das ist the newest product of Sepultura is a live video, which is coming out when? Yeah. Das war damals auch die Qualität perfekt.
Also die Bildqualität ist nicht besser geworden, aber die Tonqualität war damals bei dem Konzert der absolute Wahnsinn. Die haben da eine DVD rausgebracht und da war es natürlich klar, ich muss weiter Musik machen. Ich muss auch irgendwann eigene Songs machen. Und ja, bis wir schauen konnten, war das Jahr 1991 schon vorbei. Und ja, das war's. Weiter geht's mit 1992. Bis dann. Ja, willkommen in 1992. Ende des Jahres 91 habe ich ein paar Leute kennengelernt, die auch eine Band hatten in Langenreichen. Damals haben die geprobt und die mit denen habe ich mich mal getroffen und da bin ich dann eingestiegen, also eine zweite Band sozusagen, hier, und zwar deswegen, da war Band des Jahres Wettbewerb in Augsburg, Dezember 91, gehe ich zusätzlich zu Justice. Der Kolb hat Schlagzeug gespielt, ich Gitarre, und wieso? Deswegen, am 2.1.92 war das erste Konzert geplant, eben im Band des Jahreswettbewerb. Wir haben uns Justice genannt. Das war dann so ein Aufkleber, den wir gemacht haben. Unser Logo. Und dann war es eben soweit. Am 2. Januar 1992 in der Kresselsmühle. Ich mit meinen zerlotterten Haaren und Jogginghose von Creator, Morbid Angel T-Shirt auf der Bühne in Augsburg. Ja, ich fand einfach Auftritte nach dem ersten Auftritt so genial, dass ich das einfach öfters machen wollte. Also mussten eine zweite Band her. Da haben wir noch ein paar Schnappschüsse davon. Januar 92. Hier, voll in Action. Solo, Gitarren-Solo und Headbangen. Genau. Da ging es voll ab. Also das war super. Meine Schwester war auch dabei und wir hatten richtig viel Spaß. Zeige ich noch ein paar Fotos. Genau. So sah es da damals aus. Publikum war viel da, weil es war ja ein Bandwettbewerb, waren mehrere Bands und wir waren eigentlich so die einzige härtere Death Metal, Thrash Metal Band und haben uns eigentlich ganz gute Chancen da erhofft. Auf jeden Fall hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und was haben wir noch gemacht? Klar, weiterhin auf Konzerte. Und diesmal war die Stilrichtung dann eher so Richtung, ja, Death Metal, Thrash Metal. Und da war Death zum Beispiel eine der bekanntesten Bands und das war am 27. Februar in München. Und da möchte ich ganz kurz mal was zeigen. Also die haben mir echt gut gefallen. Der Schlagzeuger hat Double Bass gespielt wie kein anderer bis dahin. Und bei Justice haben wir das eben versucht nachzumachen so ein bisschen. Hören wir mal kurz ins Video rein. Also wie man hören kann,
Das waren schon die härteren Gangarten. Chuck Schuldiner an der Gitarre und am Gesang, der lebt heute leider nicht mehr. Aber das waren so damals unsere Vorbilder, sage ich jetzt mal, von der härteren Gangart. Und die Double Bass, Wahnsinn. Ja gut. Was gab's noch? Ja, wir hatten gleich den zweiten Auftritt. Und zwar am 29.02. dann mit Justice im Jutze in Königsbrunn. Königsbrunn Jutze war in meiner ganzen Bandlaufzeit immer wieder eine Anlaufstelle. Also das kommt später noch mindestens 2-3 Mal vor. Die hatten immer ein offenes Ohr für junge Talente und es hat immer Spaß gemacht, da zu spielen. Und das bin ich hier in meinem Obituary T-Shirt mit meiner ersten Gitarre natürlich. Und da sieht man Kolb am Schlagzeug. Der ist heute Lehrer. Mit der anderen Band, Navel, mit meiner ersten Band, lief es natürlich auch weiter. Und da haben wir im März 92 dann in Welden eine Fotosession gemacht. Das war ich. 92, da war ich ja 17 Jahre, noch nicht ganz 18. So lief ich damals rum. Metallica-Pulli, Kettchen um, Motorradjacke, weil ich ja immer mit der 80er unterwegs war. Und vogelwilde Frisur. Aber ja, ich fand es ganz okay. Und das waren dann die Bandfotos. Die haben wir in Welden gemacht. Das war März, war noch Winter, alles gefroren und das war eine super Location, alles voller Eis. Da müssten wir heute mal eigentlich hinfahren, ob das so noch existiert. Wir hatten Verstärkung, den Knappi am Bass. Das war auch ein bekannter Schulkamerad von Mitch. Hat in Untertürheim gewohnt. Und die Fotos hat dem Schlagzeuger sein Papa gemacht. Der hatte eine super Kamera. Und es war ein richtig cooler Nachmittag. Es war kalt, aber lustig. Stretchhose an hier mit Aufnäher, Turnschuhe, Tiger-Leoparden-Stretch, auch nicht schlecht. Also war eine coole Zeit auf jeden Fall. Und dann war es eigentlich schon soweit. Mitte März hatten wir dann mit Navel unseren ersten Auftritt. Na gut, den ersten hatten wir schon. Das war der zweite, aber das war der richtig großer Auftritt. Das war in Emmersacker. Da können wir mal kurz reingucken. Das Video hat ein Schulkamerad gemacht und ja, ich war am Gesang. Wir haben eben gecovert und auch ein paar eigene Songs sogar gespielt. Und da ging es richtig ab. Da waren alle von der Schule da. Mega Party. Seit einem Monat am Bass, der Knappi! An der Rhythmusgitarre, der Neumann! Am Schlagzeug, der Chris! Und am Gesang und an die Gitarre, der Olli! Ja. Also, mega Event. 14.03.92.
Das war gigantisch. Da sind auch ein paar Bilder entstanden. Die will ich nicht vorenthalten. Schauen wir mal kurz rein. Hier, ich ganz vertieft. Beim Solo wahrscheinlich. Und singen. Ja, singen lag mir live nie so. Ich wollte mich eher immer auf Gitarre konzentrieren. Aber mein Gott, es hat damals den Zweck erfüllt. Im Publikum ging es ab, wie man gesehen hat. Hier Schmidtle wieder, meine Klassenkameraden und alle Bekannten. Und natürlich die Oma mit dabei. In erster Linie, in der ersten Reihe am Anfeuern. Super Sache. Und das hat sich natürlich rumgesprochen. Wir waren gut, wir kamen an, es war Partystimmung. Und am 4.4.92 haben wir dann unseren dritten mit Naval bekommen als Vorband von Riding High. Das war die Bühne beim Aufbau, so sah das immer aus, da ist man nachmittags schon hingelatscht, hat alles eingeladen, ausgeladen, aufgebaut und dann ging es schon los. Abends auf der Bühne, wir hatten wieder Diana mit als Verstärkung. Und ja, war auch wieder gut besucht. Dinkelscherben. April 92. Genau. Also, hier Neumann nochmal, der Mitch mit Jackett. Naval, wieso hießen wir Naval? Bauchnabel, den Bauchnabel, der Mitte entspringt, alles sozusagen, die Stärke. Ja, weiter ging es dann. Im Juni 92 sind wir wieder auf ein Death-Metal-Konzert in der Theaterfabrik in Unterföhring gefahren, bei München. Obituary und Napalm Death, so die Kultbands der 90er Jahre, was im Death-Metal-Bereich so angeht. Da möchte ich auch kurz reingucken. Zuerst Napalm Death. Das ist zwar nicht das gleiche Konzert, aber aus dieser Zeit. Also der Barney, der Sänger, hat im Endeffekt nur reingebrüllt die ganze Zeit und ist da wie ein Betrunkener rumgetorkelt. Und das fanden alle ganz klasse. Und jetzt noch kurz in Obituary reinschauen. Die waren technisch natürlich perfekt. Gitarren-Solos. Und er hat Schmerzen beim Singen. Also wild, vogelwild. Auf jeden Fall. Ja, aber das war so unsere Beschäftigung. Weil mit der neuen Band, mit Justice, waren wir auch in der Zeitung öfters gestanden, da war halt die Musikgangart ein bisschen härter. Hier Napalm Death Mütze habe ich auf, genau. Und da hatten wir dann
einen Sängerwechsel, und zwar kam der Ole dazu. Ole war Schulkamerad, ging mit mir aufs Gymi und wir haben irgendwann rausgefunden, der macht ja auch Musik, und dann haben wir einfach gesagt, komm, spiel doch bei uns Bass und sing. Das hat er dann gemacht. Dann haben wir Bandfotos geschossen, hier, das war wieder drüben in der Bar. Der Ole, ja, ja. Und das war dann Juni 92. Hier, Bandfotos, das war draußen im Ried. Und da waren wir immer öfters mal in der, ja, neuen Szene in Augsburg, in dem Lokalmagazin. Da war die Presse immer hinterher, wenn es irgendwelche Bands gibt. Sowas kennt man heute irgendwie gar nicht mehr. Die haben sich damals richtig draufgestürzt und die waren froh, dass irgendwie junge Leute was unternommen haben. Ja, und da hatten wir schon unseren nächsten Auftritt bald anstehen. Aber vorher sind wir noch auf Konzerte gegangen. Und zwar Megadeth, die habe ich ja schon gezeigt, und Pantera. Ich habe Pantera live gesehen. Der Gitarrist wurde ja erschossen vor ein paar Jahren. Der Schlagzeuger ist auch gestorben, die waren Brüder. Den Phil Anselmo gibt es noch, aber Pantera wird es nie wieder so geben, das war eine Legende. Und da habe ich auch einen Ausschnitt aus der Zeit, 1992. Also Phil Anselmo ist eine Legende an sich. Das wird später auch noch in meiner musikalischen Laufbahn eine Rolle spielen, weil wir dann eben eine Pantera Coverband aufgemacht haben. Und das war der Gitarrist Dimebag Darrell, der beste Gitarrist, den es jemals gab. Meiner Meinung nach. Ich schau mal, dass ich Solo noch erwische. Mega fett. Also die Band Pantera hat meine ganze Laufbahn mitgeprägt. Metallica und Pantera. Also die muss man einfach mal gesehen haben. Und ich bin froh, dass ich das erleben konnte, 92. Ja, später dann, im November 92, haben wir den Peter am Bass noch bekommen, weil Ole sich aufs Singen lieber konzentrieren wollte und waren dann mit Justice praktisch zu fünft. Und da gab es dann auch wieder einen Auftritt. Genau, nachdem Bassist Ole bei den Mightiger Doom Metallern die Vocals übernommen hat, hat die Band einen neuen Bassmann verpflichtet, der auf den Namen Peter hört. Am 28.12. bei Band des Jahres live zu sehen. Also Ende 92 hatten wir dann in der Formation unseren ersten Auftritt. Stand natürlich alles in der Zeitung. Wo sind wir? 28.12. hier. Natürlich Wahnsinn, wie viele Bands da mitgemacht haben. Da möchte ich auch kurz unbedingt reinschauen. Solo. Mit dem Obituary T-Shirt. Ja.
Ja gut. Nach dem Auftritt waren natürlich alle schnell runter von der Bühne, abbauen. Ja, und voller Adrenalin. Total. Jeder Auftritt war immer ein Adrenalinereignis. Wir waren echt süchtig nach Auftritten. Super, also ich finde es klasse, dass man die Erinnerungen von früher, dass ich da immer Kamera mit dabei gehabt habe, weil es eben immer was Besonderes war. Ja, super. Was will man mehr? Und mit Naval ging es dann, glaube ich, zu Ende. Also der Schlagzeuger hat dann irgendwie keine Lust mehr gehabt und die haben auch gemerkt, ja, dass ich halt bei Justice ein bisschen mehr Zeit investiere und ich glaube, wir haben uns dann, weiß nicht mehr genau, aber ja, müsst 92 Ende oder so müssten wir uns aufgelöst haben, glaube ich, ja. Okay, das war das Jahr 1992. Schauen wir mal, wie es 93 weitergeht. Down. 1993, endlich 18. Ja. Ja, was macht man denn im Januar 93, wenn man frisch 18 ist? Ja, Autofahren und Blödsinn. Da sind wir einfach durch die Stadt gefahren, haben Leute gefilmt. Das war meine Anlage hinten im Auto drin. Fette Boxen. Und für die Omas haben wir natürlich gebremst. Ja, so war das. Opel C-Kadett, unkaputtbares Auto. Wie gesagt, von Baumi gekauft und hat einwandfrei gehalten. So. Bandmäßig ging es mit Justice weiter. Nur ohne den Ole. Da ist dann der Willi mit eingestiegen als Sänger. Und ja, das war Anfang 93. Das Bandfoto entstand hier draußen auf der Terrassen. Treppe. Wir hatten nämlich eine kleine Tour geplant mit Justice. Habe ich hier noch Justice Tour 93. 8.5.93 im Jutze Königsbrunn. 18.6. Adler wurde abgesagt. 11.7.93 in Kresselsmühle Augsburg. Binswangen. Dann in Oberklingen bei Darmstadt und Jutze Nördlingen. Das war unsere Tour damals von Justice. Jetzt habe ich natürlich einiges an Videomaterial und wir schauen in jedes Konzert ganz kurz rein, würde ich sagen. So, das war 8.5.93. Wieder in Jutze in Königsbrunn. Die ganze Mannschaft. Ja.
Das war natürlich ganz klar. Wir hatten alle jetzt einen Führerschein. Und da war es natürlich einfach, irgendwo hinzufahren. Und deswegen haben wir eine Tour gemacht. Schaue ich kurz ins nächste Video noch rein. Kresselsmühle, Augsburg. Also der Willi hat im Endeffekt auch so wie die anderen Sänger nur reingebrüllt und es hat gepasst. Wir hatten eine Mischung aus Coversongs, eine Mischung aus eigenen Songs und ja, letztes Konzert. Das war dann 27.08. in Darmstadt. Da sind wir mit dem Bus hingefahren. Alles vollgepackt hinten natürlich, klar. Und noch Gitarre gespielt während dem Fahren. Super. Spule ich mal vor, wenn es dann zum Auftritt geht. Ah ja, das war dann Backstage, natürlich, hier. Backstage noch geübt. Und das Lustige an dem Konzert war, wir hatten 3 Gitarristen mit dabei. Ihn hier, der Mitch hat Gitarre gespielt und Willi, sein kleiner Bruder, weil wir, keine Ahnung, keinen festen Gitarrist mehr hatten, genau, und haben dann gesagt, komm, 3 spielen mit, immer abwechselnd, und dann kriegen wir das Konzert schon hin. Spule ich mal rein ins Konzert. Ja, auf jeden Fall tolle Sache. Und wir haben dann noch ein Demo aufgenommen sogar. Das war dann 93 so die erste Erfahrung, was eigenes Recording anbelangt. Also ich glaube, das haben wir auch hier im Keller gemacht, im Studioraum. Aber halt, da war nur ein Raum vorhanden und mit den geringsten Mitteln. Ich glaube, ich hatte einen 2-Spur-Kassettengerät oder so. Hören wir mal kurz rein. Mich noch genau erinnern. Ich war ja immer schon ein bisschen so Technik begeistert und keiner hatte einen Plan, aber ich habe mich einfach in die Technik eingelesen. Ich meine, Internet gab es ja damals noch nicht. Beziehungsweise kann ich mich nicht erinnern, dass ich da schon Internet hatte. Und ich habe mich einfach mit der Technik auseinandergesetzt, habe genommen, was da war, und habe dann versucht, das Beste draus zu machen. Mit Kassette,
so gut wie es geht, natürlich so viel wie möglich live aufzunehmen. Und da es ein Zweispurrekorder war, konnte man danach noch den Gesang zum Beispiel einsingen. Wenn man das Gesang nennen kann. Oh, mit Effekten sogar schon, ja. Also, nicht schlecht. Für 1993 mit 18 Jahren ist die Qualität schon okay, würde ich mal sagen. Ende des Jahres war ich dann noch ein bisschen auf Konzerten unterwegs und habe mein Idol, den Igor Cavalera, der Bruder von Max Cavalera von Sepultura, getroffen. Das war, glaube ich, in München. Ich habe da irgendwo noch ein Bild hängen, genau. München 1993 am 3.11. auf dem Konzert und da habe ich ihn Backstage hinten am Hintereingang erwischt und habe mir natürlich gleich ein Autogramm geben lassen. Und das war eigentlich das Jahr 1993. Guter Abschluss, würde ich sagen. Und wir sehen uns dann 94. Bis dann. Ja, willkommen in 1994. Das war ein spannendes Jahr. Und zwar ging es gleich im Januar los mit den Neuigkeiten. Justice wurde aufgelöst und eine neue Band, Gründung der neuen Band. Rainer Laux am Bass, Stefan Popp Schlagzeug, Christoph Gollinger Gitarre, Oliver Koller Gitarre. Erstes Konzert am 19.02.94. Wir hatten uns genannt Cancelled Concert. Das war unser Logo, da hatten wir auch Aufkleber gemacht. Und das erste Konzert 1994 am 19. Februar, da habe ich noch gesungen, so viel kann ich schon vorwegnehmen. Das schauen wir uns kurz an. Okay, wir sind die Special Guest heute Abend. Wir heißen Cancelled Concert. Und jetzt geht's los. Spulen wir vor zum Gesang. Leider sehr schlechte Tonqualität. Ja, und so weiter. Also, war auf jeden Fall ein cooler Auftritt. Und was gibt's noch zu sagen zu 1994? 1994 war das Jahr meines Abiturs. Das heißt, ich war in der K13, war 19 Jahre alt und eigentlich war in dem Jahr das meiste Lernen, Lernen, Lernen fürs Abi. Und 1994 kam nämlich ein Album raus. Und zwar Korn. 1994. Die Platte, diese Band hat uns alle sowas von weggeblasen. Das war, als würde, es wurde eine ganz neue Musikrichtung erfunden und wir wollten das ungefähr in die Richtung machen.
Deswegen habe ich im Endeffekt ein paar neue Leute gesucht, mit denen ich Musik machen kann. Und wurde natürlich fündig, und zwar beim Bench. Der hat sofort mitgemacht. Hier ist ein altes Foto von 1994. Ich glaube, das war schon im November bei uns in der Bar unten im Keller drüben. Und unsere Band sah dann so aus. Auf der linken Seite, das war der Bruder von dem ganz rechts, Bass. Dann der Bench am Gesang. Der Stefan Popp am Schlagzeug. Das ist ein Arztsohn aus Wertingen gewesen. Ich an der Gitarre und der Chris Gollinger auch an der Gitarre. Und wie gesagt, sein Bruder am Bass. Und so sah das dann aus. Das Erste, was wir natürlich gemacht haben, war ein Demo aufnehmen. Klar. Als Band braucht man Demo. Also ab ins Studio hier. Das war noch ein geschlossener Raum. Und da haben wir das Schlagzeug aufgebaut, unsere Instrumente und haben einfach mal ein bisschen losgelegt. Ja, Posen natürlich beim Bandfoto. Und da bin ich auch, ja, ziemlich stolz drauf so. Da haben wir hier im Keller unser erstes eigenes Demo aufgenommen und da möchte ich noch kurz was vorspielen. Hier habe ich ein kleines Medley. Können wir kurz reinhören. It's a Harvest of Sorrow von Metallica. Solo. Wieder Nirvana. Und Slayer. Wir hatten aber auch eigene Songs. Hier möchte ich mal einen anspielen, wie sich das anhörte. Das waren so die ersten Versuche, ja, eigene Songs. Hat man mit Justice zwar damals auch schon gemacht, aber hören wir mal kurz rein. Also, da habe ich mitgesungen im Hintergrund und ich habe damals auch die Texte geschrieben, weil Bench war im Englisch noch nicht so wirklich bewandert und das hört man auch an der Aussprache. Aber wir hatten einfach Spaß. Es waren die ersten eigenen Versuche für eigene Songs und die Ideen haben wir später dann auch mit in die nächste Band genommen, aber so viel wird noch nicht verraten. Wir sehen uns in 1995. Ja, und wie versprochen gibt es am Ende jeder Folge einen gratis Musik-Download von uns, vom aktuellen Album Fragmented, und zwar den Song Mindshut. Da geht ihr hier auf overclock-band.bandcamp.com/YUM. Da landet ihr auf dieser Seite hier und da könnt ihr den Code eingeben. Ich werde das jetzt mal an einem Beispiel machen. Gebt den Code ein. Ihr könnt hier optional eure E-Mail-Adresse eintragen, ist aber keine Pflicht. Und
klickt dann auf Redeem. Und dann könnt ihr hier die Version auswählen, MP3, FLAC, AAC, alle verschiedenen Dateiformate und klickt dann auf Download. Dann könnt ihr den Song abspeichern auf eurer Festplatte, auf dem Handy, wo auch immer und habt einen Gratis-Song Mindshot von Fragmented. Das ganze Album könnt ihr mit einem Code auf smstracks.com herunterladen. Da landet ihr hier auf dieser Seite. Und dann geht ihr auf Gutschein einlösen, gebt den Code ein und folgt den Anweisungen auf dem Bildschirm. Und dann könnt ihr das ganze komplette Album Fragmented herunterladen. Und die Codes werde ich jetzt danach noch einblenden. Also abtippen, mitschreiben und runterladen. Viel Spaß damit und bis zur nächsten Folge. Dankeschön. You said, I just can't seem to concentrate on anything else besides the things I really hate. Why are you